Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Christina Stecklein und dies sind die Themen für Mittwoch, den 13. Juni. Die Rettungssportler der DLRG-Ortsgruppe Nienburg gehören mittlerweile zur niedersächsischen Spitze im Freigewässer. Das haben die Starter in Isenbüttel im Landkreis Gifhorn wieder unter Beweis gestellt. Insbesondere Lasse Rehren fuhr bei den Landesmeisterschaften beachtliche Erfolge ein und gewann 4 von 5 Einzeldisziplinen und wurde damit Meister in der Altersklasse 15-16. Platz 2 ging an seinen Vereinskollegen Karl-Louis Oehlerking. Vorjahressieger Elias Rösemeier startete diesmal in der Altersklasse 17-18 und sicherte sich dort Rang 2. Bei den gleichaltrigen Damen musste sich Pia Oehlerking auch nur einer Gegnerin geschlagen geben und sorgte so für das dritte Nienburger Einzelsilber. Mitunter geht es recht eng zu auf den Straßen. Besonders wenn Autofahrer auf der Straße fahrende Radler überholen wollen und Gegenverkehr die andere Spur blockiert. Um solche Gefahrensituationen zu vermeiden, ruft der ADFC-Kreisverband zur Einhaltung des Mindestabstands auf. Unterstützung erhält er von der Polizei, der Stadt und dem Landkreis Nienburg sowie dem Fahrlehrerverband. Seit 10 Jahren gibt es die neue Burg für psychisch Erkrankte in Langendamm. Aus diesem Anlass lädt die Einrichtung zum 4. Burgfest am 1. Juli ein. Besucher erwartet ein mittelalterliches Treiben. Seit knapp 20 Jahren leitet Klaus Nagel das Kinderheim Güldene Sonne in Rehburg. In einem Monat wird er verabschiedet, er geht in Rente. Im Gespräch mit der Hake blickt er jetzt zurück auf die vergangenen Jahrzehnte der pädagogisch-therapeutischen Einrichtung und auf seinen eigenen Werdegang. Und bei allem wird eines deutlich, er ist Pädagoge mit Leib und Seele. Zum Sport. Eine junge Fußballerin aus dem Kreis sorgte nun für Furore auf höchster Ebene. Lotta Cordes aus Maclure gewann mit der U17 des VfL Wolfsburg das Endspiel um die deutsche Meisterschaft gegen den 1. FC Köln. Lotta hatte ihr Team als Kapitänin aufs Feld geführt und schoss 2 Tore. Die Steimker Fußball-Altherren gewannen das packende Endspiel um die Kreismeisterschaft gegen Lokum Münchehagen mit 4:2. Wie schon beim Sieg 2016 erzielte auch in diesem Finale Hannes Jakobs 3 Tore. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Mittwoch oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe die Hake weiterverbreitet werden.